Er ist leid. Es ist passiert. Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Der Mann ist fertig. Naja, was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt und überdies Vegetarier ist? Jetzt mal im Ernst, Wiegelein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Berlin wird fallen und das in wenigen Tagen. Wenn der Führer tot ist, mit wem, glauben Sie wohl, werden die Alliierten verhandeln? Was macht Sie denn so sicher, dass die Alliierten mit Ihnen verhandeln wollen? Der Westen braucht den Nazistaat und meine SS, um nach dem Krieg Ordnung zu schaffen. Glauben Sie es mir, eine Stunde mit Eisenhower, das sieht es genauso. Erste Kontakte sind geknüpft. Seien Sie vorsichtig. Das ist Landesverrat. Ach, Wiegelein, da habe ich ganz andere Sorgen. Sagen Sie, wenn ich Eisenhower gegenüberstehe, was halten Sie für angebracht? Hitlergruß oder soll ich ihm die Hand schütteln? Dieser Versager, dieser Marotz. Ein paar Vanille, Faulpelz! Wie kann er erfahren, wenn er handlungsunfähig wird? Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer. Wie sind Sie denn noch nach Berlin reingekommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das? Verrat an meiner Person! An meiner Person! Sofort! Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Zimmer durchsuchen. Nicht klar genug ausgedrückt! Was soll das heißen? Sie können Fegel an Himmler. Für ich flehe Sie an, verlassen Sie bitte. Noch ist es nicht zu spät. Dieser Versager, dieser Marotz. Mein Wille! Dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin.